Yo, Peace Leute und willkommen zum sechsten Part von Game of Thrones. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, auf dem Weg zur großen Halle. In den Armen unserer kleinen Schwester, die uns als Stütze dient, werden wir jetzt in diese Halle gehen und allen zeigen, wir stehen auf beiden Beinen. Die White Hill Soldaten, die kotzen mich schon ziemlich an. Wie sie mich angucken. Ich bin Roderick, verdammt. Guck mich nicht so an. Was willst du denn da links mit deinen Koteletten? Guck dich mal an! Ja, man muss ein bisschen Dominanz zeigen hier, den Soldaten gegenüber, ne? Sonst wird das gar nichts. Aber ein bisschen widerlich sehen wir schon aus mit der Narbe. Über dem Gesicht. Servus! We have business in the Great Hall. Na, der will da sein Schwert. Tritt zur Seite, Soldat. Stell mich nicht auf die Probe, kommt Scheiß, weil wir einen Arm verbunden haben und ein Bein. I'm comfortable, thank you. And I don't think you're gonna make me. Doch, das glaube ich schon. Denn auch mit dem gebrochenen Arm schaffe ich das. Noch gegen deine ganzen Scheißsoldaten. Kannst du dich nicht mal alleine wehren? Your legs or this house. Beweg dich jetzt. Move now. Lass uns doch nicht einschüchtern von so einem Opfer. Oder gucken sie ganz erstaunt hier. Denken sich, das ist ein krasser Typ. Da haben sie auch vollkommen recht. Und er hat uns auch schon Lord genannt, so wie sich es gehört. Let's go. Rein in die große Halle. Wo sie sicherlich nicht auf uns warten werden, aber wir werden trotzdem reinstolzieren. Sagen Servus. It's ridiculous. You're treating them like guests. The wine keeps their wits dull. It makes us look weak. Both of you, please. So you'd rather they riot? Duncan, you're a damn fool sometimes. It doesn't matter what you think. I was chosen as sentinel, my lord. Servus, guten Morgen. Bin da. Was gibt's hier für Stress? Ich bin da, um ihn zu klären. Erstmal Mutti Hallo sagen. Servus, Mutter. My boy. Irgendwie sehen die echt gleich alt aus. Come, join us. Die sind echt gleich. Die könnten. Verheiratet sein, vom Aussehen her. Sie hat sich halt gut gehalten, die junge Dame. Oder Roderick sieht einfach verdammt alt aus und ist eigentlich erst 15. Kann ja auch sein, kann ja auch sein. Will ich jetzt nicht bestreiten. Lord Roderick, we didn't expect you so soon. The Maester said it would be weeks before you were walking. If you walked again at all. It was highly probable. Kommen wir zur Sache. Wir müssen. Wir haben keine Zeit. Über unsere Gesundheit zu reden. Wir haben gerade eine schwierige Situation vor uns. Diese müssen wir klären. Leute. I was keeping an eye on the Bolton soldiers. You should have been protecting your lord. Now Ethan's dead and Ryan a hostage. Wir schlagen einfach mit der Faust auf den Tisch, würde ich mal sagen. So wie es halt sein muss. Ruhe! Verdammte Scheiße nochmal. Ihr kotzt mich alle an. Of course. Apologies, my lord. The White Hills have my brother. We fight amongst ourselves when we should be fighting them. We'd need an army to win that fight. And we don't have one. Not anymore. Veranlasst, was immer nötig ist. Ryan will not remain hostage at High Point. Perhaps it's time to talk about the Glenmores. You'd be wed to Elena Glenmore already if not for the war. And her father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? Well, much has changed. The Glenmores may no longer desire the union.
Lady Elena will decide for herself. Your betrothed is on her way here as we speak. Okay. She's coming now. Sie darf mich so nicht sehen. Oh, ich bin doch Beauty Queen. My son, I understand your doubts, but if she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. Ich soll sie heiraten, um Verbündete zu kriegen. We could burn High Point to the fucking ground. Yes, this marriage could be our chance. Of course, we must hope Lady Elena still wants to marry Roderick. Ja. Talking about a marriage, not an Ironwood contract. Das ist ein Argument. I'm not the man I used to be. You can still make her happy, Roderick. She can do the same for you. Oh yeah. If Elena does come to Ironwrath, she'll see those soldiers in the courtyard. We starve them out, and they'll have to leave. I'd rather they be lying around drunk than setting their stables on fire. My lord, hat er recht. Put an end to this tiresome dispute. Erledige es einfach. Ist mir egal wie, macht's einfach. We could keep them fed, but take away their wine. That'd be something at least. Good. Now, there's nothing more to discuss. Stehen wir auf und gehen jetzt weg. It's time to light the ironwood torches. Yes, my lady. Okay, ist es ein bestimmtes Symbol hier oder so? Vielleicht, wenn Lord neu gekrönt wurde oder so. Weil wir wurden ja schon neu gekrönt im Endeffekt. Gregor last lit these torches when his mother passed. Ironwood doesn't burn easily, he told me. But foresters have a way. And now we light them for him and Ethan. Okay, also ein Symbol, also eine Symbolik, wenn Leute aus dem Haus sterben. Ethan always helps me with music. It's not the same without him. Möchtest du, dass ich dir helfe? Ich bin doch ein musikalischer Typ. Hallo, ich habe eine Gesangsstimme, die gottgleich ist. Verdammt, aber man sieht mein Talent mal wieder nicht an, ist klar. Ich muss, glaube ich, zu das Supertalent. Roderick, musst du das Supertalent? Seht ihr bald auf RTL den jungen Spund? I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Ah, das Familienfoto. Einige sind schon gegangen. Geistesstärke. Jetzt spielen wir also wieder Mira. Ich weiter in den Königsmund. If it's not the flowers, it's the food or the table settings. Sie kotzt sich mal wieder aus und ich schreibe hier einen Brief. Yes, my lady. It's nearly done. Make sure to tell them we'll send all the leftovers. And something nice after that. Ihr seid voll die Ficker. Ich komme hoffentlich bald vorbei. Lady Marjorie intends to visit again very soon. Lovely. They'll be pleased to hear that. Ja, ich bin halt ein liebreizender Dude. Ich weiß, wie man sowas schreibt, ne? Ich schreibe auch öfter Liebesbriefe an alle Frauen, die ich kenne. Ja, ja. Und klappt zu 5%. Besser als 0. Siegel drauf. Oh, are there any more invitations to send, or are we finally done with the cursed things? One more. An invitation to Sir Maynard. Ah, yes. One of my father's favorite drinking companions. Ja, der muss natürlich eingeladen werden. Also Trinkgefährten brauchen wir auch. Bei jeder Party. Der Kohle, Junge. Ja, damit. Ein Brief für uns. Aus irgendeinem Grund schätze ich, er ist entweder von ihm, oder genau, von der Mutter. How can you do that from a thousand leagues away? Ich kann mit Telepathie das machen. Unsere Mutter verlangt echt schon recht viel. Sie fordert zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie andauert nur, bitte. Muss ich echt zugeben. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal.
But it wouldn't be very discreet. You'd be forcing their hand. Ich würde auch erst sagen, vielleicht lieben sie sich ja noch, also Roderick und wie, ich weiß nicht, wie die hieß, Elina? Vielleicht wollen die auch heiraten, dann wäre das voll sinnlos gewesen. Denke ich eigentlich auch, also muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, weiß nicht, sie schon wieder anzufragen und keine Ahnung, es wäre so, wenn der ihr Schoßhund wäre oder so. Immer so, oh, bitte, darf ich das? Oh, will schon jemand dabei helfen? Nee, das kann nicht sein. Roger kriegt das schon, denke ich mal, auf eigene Faust hin. Hoffe ich einfach mal. Als würde sie bestimmt einen Brief schreiben für sich, von sich selber aus. Weil sie ja Siegel und so weiter hat. If Lady Marjorie wrote a letter. Wir beenden den Brief an Sir Maynard. Wir bringen uns nicht in Schwierigkeiten. Sorry, Roger. Wir bringen uns hier nicht in Schwierigkeiten. Nein. Mira. Lady Marjorie. Irgendwie bin ich da echt dagegen. Mich in Schwierigkeiten zu bringen mit Mira. The man's breath smells like a brew house. I was hoping I'd catch you at something slightly more exciting. Nö. Ah, für dich. Für dich. I know you're very busy with Lady Marjorie and all that's happening with your family. But I was hoping we could talk. Natürlich. If you don't mind. Sprich weiter. Go ahead then. Well, it's. Komm, hau raus. You really should get these letters sent first. Do you need any help with those? I've got them. Also Briefe kann ich gerade noch tragen. Ich bin jetzt nicht die stärkste Frau von meinem Bizeps her, aber Briefe kriege ich gerade noch hin. Aber dankeschön. Was ist das? Das ist ja ein Tor. Ah. Wir sind zurück bei der Nachtwache. Und spielen wieder unseren Tuttle. Gregor war der Dad. Also der Lord, ne? Ich kann mir Vornamen einfach... Tuttle geht. Tuttle ist ein einfacher Nachname. Was beleidigst du mich? But you're in my spot. So move. Verpiss dich. I'm not moving. Wrong fucking answer. Most of you will be dead within the year. Hast du dir wohl einen neuen Platz gesucht? If you want to survive in the night's watch, listen close. Jetzt wär's geil, wenn er sagen würde, wir werden es eh nicht. Warum? What? At this girl I used to fuck now and again. A face like a queen, tits like a whore. Turned out she was married to some lordling. He tried to stick me with this. Schicker Dolch. Schöne Eingravierung. So next time I say move, you'd best fucking move. Aber ich bin jetzt hier ein harter Boy. What's your problem? Finn heißt also der gute Mann. Potatoes? Haltet jetzt euer Maul. Stealing a bag of them. You both need to stop talking. Nobody cares, thief. Don't call me that. My name's Cutter. Cutter the potato thief. There's one for the songs. Könnt ihr jetzt nicht endlich mal euer Maul halten? Got something for your sister. Es reicht, Finn. Ich will ihm jetzt nicht meine Geschichte erzählen, was das will. Finn hat hier geredet. Das war echt asozial von dem. Das war doch Finn. Finn. Es war meine Schuld. Ich bin neu hier, deshalb wird er mich eher verschonen. Also eher noch sagen, ja, so läuft es hier nicht. Hoffe ich zumindest mal. Das ist ein Schlitzauge, der Typ. Das ist ein Schlitz, der erkennt ja alles. So today you're all gonna show me what you're made of. Can you swing a sword? Shoot a bow? Natürlich. Siggi. Ach, gar keine Frage. Might just survive. The rest of you.
Frostfinger. I need a word. Ich will aber den Satz zu Ende hören. Der Rest von euch wird wahrscheinlich sterben, wie er eigentlich in jedem Satz sagt. Immer dieses wird er sterben, das ist richtig theatralisch. Best of luck, Tato. Dankeschön, Fred. Nee, Finn war es. Finn. Fred, Alter. Richtiger Fred. Schwach. Here we go. Zack, zack. Nicht schlecht. Und der schießt hier mit einem Crossbow. Okay, und die zwei. Guck mal jetzt so runter. Du Pisser. Okay, wir müssen jetzt also hier, schätze ich mal, verschiedene Trainingseinheiten. Beweise deine Kampffähigkeit, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt mal sehen wir uns die schwarze Festung an. Vereist. Wohl oder übel? Warum ich denn die Treppen verwenden? Ich möchte eigentlich nicht zu, Frostfinger. Pferd streichen. Ja, komm, streichen wir unser Pferdchen mal erstmal. Das war, hat uns ja gut gedient. Und daher muss man das nochmal ein bisschen belohnen. Ja, hallo. Jetzt kommt er gleich von oben. Ey! Kampffähigkeiten! Bei dem ist er bestimmt arschkalt. So. Hier gibt's Bogen. Kann ich hier das jetzt machen? Übungspuppen. Verwenden wir die mal. Komm, gebt mir einen Crossbow. Ah, du Depp! Mansrader will shit himself when he sees you coming. Let me show you. Okay, X gespammt. Und zack. So. Alright, let's see if you can aim worth a wildling's ass. Natürlich, und sie gucken mir da oben zu. Okay, das müssen wir jetzt bestimmt selber machen. Middle dummy, center of the chest. Okay. Mitten in die Brust. You can follow orders at least. War das nicht mitten in die Brust? Left target head. Alles klar. Zack. Ins Auge rein. Right target. Chest. Okay, wieder die Brust. Zack. Schön ins Herz. Center. Between the eyes. Between the eyes. Das könnte schwer werden. Zack, okay, es war die Nase. War das gut oder ist das so? Du hast die Armbrustprüfung abgeschlossen. Dankeschön. Die zwei da oben, die denken sich, ey, das ist ein krasser Typ. Und ich sag dazu nur, ja schon. Und er geht jetzt weg. Weil er ist einfach zu sehr davon überzeugt, was ich getan habe. Denkt sich einfach so, wow, krasser Typ. Und du da mit deinem verletzten Fuß. If a real wildling got his hands on him. He's just a bully. Aye, he is. That's why I took this. Oh, er hat sein right off him. Deutlich genommen. Er ist ja ein kleiner Dieb. I don't think you take it kindly. Ich werde es ihm nicht verraten. I won't tell anyone. I knew I could trust you. Wie sollte ich das verraten? Nee. Finde es mir unsympathisch. Da ist mir der sympathisch, auch wenn er ein Dieb ist und Diebe eigentlich nicht in mein Klientel gehören, meine Freunde. Aber trotzdem ist er mir sympathischer als. Ich kann gar nicht mit Frostfinger reden, ich kann nur ansehen. Hallo! Ich wollte nur winken! Ficker. So. Eine Kohlenpfanne können wir uns hier noch ansehen. Ach echt? Hätte ich nicht gedacht. Garrett hieß er, glaube ich. Ich kann mir Namen merken. Ein Flur, den wir uns noch ansehen können. Okay, was ist da so? Hatte ich auch nicht vor. Ich wollte nur gucken, was du dazu zu sagen hast. So, hier ist Stärketraining, ne? Hab ich mal mitbekommen mit den Fässern. Jo. Ja, aber mein Bizeps reicht. Okay. Was ist in it? It's pitch. Dump it off the wall and it'll burn the wildlings down to their fucking bones. Right. I can do this. Natürlich. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Want some help? Du kleiner Pisser. Ja, der ist halt eine kleine Nummer stärker und größer als wir, aber wir schaffen das schon. Schrei mal nicht so rum.
So, und immer weiterlaufen einfach. Komm schon, das eine Fass. Heul mal nicht so rum, Garrett. Können Sie mal bitte aus dem Weg gehen, ey. Wir fallen nicht, nein! Wenn wir nicht das Stärkste sind, Durchhaltevermögen haben wir auf jeden Fall. Du hast die Kraft der Rüstung abgeschlossen. Ist sein Cock echt so schwer? Verpiss dich. Fuck off, Phil. Bloody ass. Mind your language, Garrett. Was willst du, Stress? Ja, guckt ja, ganz Frosch, die guckt er daher, der Froschfinger. Ach, Fred. Fred? War es jetzt Fred? Ich glaube, es war Fred. Ich kann mir noch Holzscheiter ansehen. Nee, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ist es hier Aufzug, können wir uns ansehen? Haben wir uns den schon angesehen? Ich glaube nicht. Es läuft wieder zurück. Ah, das wäre schon interessant. Die Mauer. Das ist schon eindrucksvoll. Das ist eine Mauer aus Eis. Und mit den 200 Metern, das kann ich schon glauben. Und mit den Jahren, da habe ich keine Ahnung von. Wo meint jetzt hier die Schwertprüfung? Jungs, durch mal bitte hier. Durch. Danke. Wo läuft denn jetzt hier die Kampfprüfung? Hier kann ich die Kampfprüfung machen. Ich schätze mal, sie heißt Kampfprüfung. So. Das mit dem roten Griff. Sieht schön aus. Ja, sehr schön. Ich will das mit dem roten Griff. Das sieht nämlich geil aus. Ich dachte mir. Ist es tatsächlich das mit dem roten Griff? Okay, es sieht doch nicht so geil aus. Aber der rote Griff ist cool. Okay. Remember, these blades are dulled, but a sword's still a sword. Good luck. Ebenfalls. So, Quicktime Events, ja. Wie ich mir gedacht habe. Zack. Ah, da ist er gut. Pariert hat er da. Come on, keep at it. So. Ein bisschen gelernt haben wir ja schon damals. Ganz am Anfang von Episode 1. Und da guckt er und denkt sich, ah, du machst es nicht schlecht. So, pariert, weggestoßen. Und schon wärst du tot. Well fought. Dankeschön. Get off me, you bloody ox. You got lucky. Ach, wollen wir zwei kämpfen? Da können wir nämlich Frostfinger bestimmt beeindrucken. Ja? Der guckt schon so ein bisschen so, ah, der könnte es drauf haben. Ich wollte jetzt Finn herausfordern. Ist die Schwertausbildung abgeschlossen? You didn't even try. A crossbow is a coward's weapon. Besides, I could hit that dummy from here with my. Where is it? Ich würde sagen, mit seinem life. Schwanz. Someone has it. I'll cut their fucking balls off. Ich sag einfach gar nichts. Kommt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich was sag. You were the last one I showed it to. Well, you and it was you. What? You little fucking thief. It weren't me, Finn. Don't. Give me my knife. I don't have it, I swear. Out of my way. Got it. Ich schlag Finn. Bam, Junge. In die Fresse. Weg da. Boom. Boah, das war ein Bodycheck. Fight! Ah, ich glaube, wenn er einmal von mir drauf sitzt, habe ich ein paar Probleme. Aua. Diesmal nicht, Alter. Und diesmal auch nicht. Zack. Und jetzt komm. Und gleich noch ein. Ja, komm, der hat noch nicht genug. Nein, 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 aua. Jetzt geht's schon wieder los. Wir haben ihm ein blaues Auge verpasst. No, I didn't. And Garrett defended him. The last thief I caught no longer has hands. I swear I don't have it. Wieder hat's weggelegt. And you, I expected better, Tuttle. Instead, I find you doing this on your first bloody day of training. Ich sage einfach nichts, ich lasse mich einfach anschreien. Scrubbing the latrines. Frostfinger. I need another man atop the wall.
Fine. Let him freeze his balls off. I'll deal with this one. Get off! Oh, shit! Zuhälterschelle! Alter, das war ein Diss-Track. Wir dürfen also an die Mauer, oder wie? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Das ist mir sein verschlagener Bastard. Dürfen wir jetzt auf die Mauer? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe auf die Zuhälterstelle und auf unsere Schlägerei geachtet. War auch viel wichtiger. Wieder die liebe Mira. I love King's Landing in the afternoon. The sun just barely kisses your skin. Ja, hat schon was, hat schon was. Sieht richtig heiß aus. Also nicht die Frauen, sondern das Wetter. Hier ist es wunderschön. Die Frauen auch, aber ich meinte eigentlich ja die Umgebung. Das, ihr perversen Trickschweine. Jetzt bin ich aber gespannt. Besaufen! Reicht der für zwei? Ey, yo, ich komme aus dem Haus Forest, oder wird gesoffen wie ein Loch? Runter damit! Ex! Ja, wir trinken schon mit, also... Sie hat auch selber zuerst davon getrunken, das heißt, es ist wahrscheinlich kein Gift drin oder sowas. Ich würde es ihr nicht zutrauen, aber man muss immer sicher sein. Ach komm, trinken am Arbeitstag ist schon voll okay. Entschuldigung. Well, I just... Ja, I'm not very good at this fahre fort. Listen, if I tell you this, Mira, you must promise to keep it to yourself. You can tell no one. Ich verspreche es. I swear, I won't tell a soul. Komm schon. My mother was a handmaiden to Lady Elena for many years. She became pregnant. It was a disgrace to her family. My true name is Sarah Flowers. You're a bastard? Yes. I'm fortunate to be where I am. I know that. But to always have to hide. Was geschah mit deiner Mutter? I don't want to hide from you. Sie ist ein Bastard, also ein Kind außerhalb einer Ehe, was ja im Mittelalter damals sehr schlimm war. When I was born, she gave me the name Dirwa. My mother died not long after. Warum erzählt sie das uns? Es tut mir leid, Sarah. I'm so sorry. Aber warum erzählt sie uns das? Also entweder sie will sich nur von der Seele reden, oder es hat irgendeinen Hintergrund. I don't want to be Sarah Flowers forever. I need Lady Marjorie to arrange a marriage for me. Es hat einen Hintergrund. It's my chance at a life. Hast du sie schon gefragt? Have you tried asking Lady Marjorie? Not something I can simply ask for. I need her favor first. Natürlich. I know she often confides in you, and I was hoping. Oh nein, ich kann jetzt nicht schon wieder was fragen. Sometimes when she comes to you wanting to talk, you might suggest she talk to me instead. Give me a chance to win her over. Coming from you, it's sure to mean a lot. Ich kann nichts versprechen. Please, Mira, I can't make that promise, Sarah. You could if you wanted. It's not that difficult. Ich schweige mal, weil mir keine von den Antworten gefallen hat. Ich will nicht so direkt ablehnen, aber ich will jetzt auch nicht direkt zusagen. Your troubles are much greater than mine. With what happened to your brother, your father. You need this more than I do. Oh, oh, oh. A conspiracy of handmaidens. Lord Tyrion. Der kleine Zwerg. Ladies, what have we here?
Warum hält sie es auch so hinter sich? Möchte ihr uns Gesellschaft leisten? Care to join us, Lord Tyrion? Bei einem guten Wein und zwei hotten Damen, da sagt er bestimmt nicht nein. Not the finest Arbor Red, but a favorite of my sister's. Quite expensive for a handmaiden. I'd be curious to know how you got hold of it. Since I'm certain my sister didn't give it to you, she won't even share with me. Ich habe ihn genommen. Oh, that's hardly surprising. I took the wine from the cellars. Aren't you full of surprises? I suggest bringing cups next time. There are risks worth taking. Stealing wine from the Queen Regent isn't one of them. Yeah. Especially if you wish to have an alliance with me. Things have changed. My father has recently taken an interest in Ironwood. Most of the Royal Navy went up in green flames. It must be rebuilt. Das Eisenhower ist natürlich das Beste, was man kriegen kann. Representatives of Lord Whitehill. Lord Whitehill? Oh nein. He's hired a pair of merchant lords to broker for his house. It would seem Lord Whitehill wishes to sell the Ironwood right out from beneath your family. I don't know much about the man. But judging by his up-jump self, ihr solltet ihn nicht vertrauen. You can't trust Lord Whitehill. Das I don't intend to. Wissen wir, dass wir ihm nicht trauen können. Also, dass er ihm nicht trauen kann. Und er weiß es auch. Come with me. Okay. These men think I have no choice but to deal with them. Imagine their surprise when I bring a forester to the table. Ja, dann bringen die mich bestimmt um. My lady. Aber wir lassen die Chance nicht aus. Ist klar. Das ist klar. Und sie säuft erstmal weiter. Richtig. Sie macht's richtig. Wir müssen uns jetzt hier an den Tisch setzen oder so. Und keine Ahnung, was machen. Du bist jetzt mal ruhig, denn ich beende jetzt den Part hier. Also, ich hoffe, euch hat diese Part von Game of Thrones gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Peace up und haut da rein.